Experimentalunterricht in Hessen an einer Schule, wie es ihn wohl noch nie gegeben hat, hier an der Oranienschule in Wiesbaden. Die Gymnasiasten haben einen Wetterballon aufsteigen lassen, wie geplant dann auch der Countdown, Punkt 8.45 Uhr und dann ein Bilderbuchstart und langsam gleitet der 3 Meter lange Ballon gegen den Himmel, gefüllt mit Helium, 36.000 Meter hoch, in die Stratosphäre am Rande des Alls. Irgendwann wird er dann auch nicht mehr sichtbar. Marc Müller, 16 Jahre alt, er hat das Experiment mitentwickelt. Jetzt betet er natürlich, dass auch alles funktioniert. Ja, natürlich. Also ich hoffe, dass die ganzen Daten noch aufgenommen werden und dass das alles reinwandfrei funktioniert, auch bei den Temperaturen da oben. Wir sind da noch, uns noch nicht so ganz sicher, ob das auch alles wieder heile runterkommt mit aufgezeichneten Daten. Also ich werde mal beten und hoffen und wir werden dann in ein paar Stunden sehen, ob das alles funktioniert hat. Also das ist eine Zitterpartie, würde ich sagen, denn unter dem Ballon befindet sich wertvolle Fracht. Darunter schwebt nämlich eine Styroporkiste, 30 x 30 cm groß, vollgestopft mit Experimenten physikalischer und chemischer Art. Ja, und ich würde mal sagen, das ist Physikunterricht vom Feinsten, organisiert von Anne Schwarzer. Sie ist nämlich die Lehrerin der Schüler. Ja, obwohl ich Biolehrerin bin, habe ich letztes Jahr den Wahlunterrichtskurs Jugendforsch unterrichtet und wir haben uns eben das Ziel gesetzt, diesen Stratosphärenflug durchzuführen. Und die Schüler hatten Riesenspaß dabei, auf ein Ziel hinzuarbeiten, sich mit der Physik und den Bedingungen in der Stratosphäre zu beschäftigen und eben die Experimente und auch die Technik entsprechend zusammenzubauen. Jetzt muss das Zeug natürlich auch irgendwie wieder runterkommen. Marc, wie geht denn das vonstatten? Ja, ab einer bestimmten Höhe wird der Ballon dann platzen und dann fängt er an zu fallen und der Fallschirm öffnet sich. Wir haben jetzt eine ungefähre Position, dass der bei Richtung Limburg landen wird. Das müssen wir dann gleich fahren, wir mit dem Auto in die Richtung ungefähr. Und dann kriegen wir irgendwann die GPS-Signale, wo das Teil dann gelandet ist und dann werden wir es aus den Büschen ziehen. Ja, und dann gibt es eine Menge Daten, die die Schüler auswerten müssen. Das ist dann die Nacharbeit.